Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch erneut zeigen, wie wir die Google-Dienste installieren, und zwar anhand dieses Huawei P40 Pro. Es gibt eine neue Methode und die zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal müssen wir den Einrichtungsassistent durchlaufen. Die SIM-Karte habe ich rausgenommen. Ich verbinde mich mal eben mit dem WLAN. Das brauchen wir jetzt nicht. Standort können wir aktivieren. Die Updates mache ich manuell. Und schon sind wir fertig. Ich stelle mal die Ruhezeit auf 10 Minuten, damit das Display sich nicht immer abdunkelt. Wenn wir hier schon einmal drin sind, dann können wir auch das WLAN deaktivieren und unter System und Aktualisierung, Datum und Uhrzeit hier die Automatik ausschalten und das Datum zurückstellen, 2018 oder 2017. Gehen wir hier wieder raus. Halt, jetzt müssen wir hier nochmal rein bei Apps. Dann noch einmal Apps. Dann gehen wir hier oben auf die drei Punkte und lassen uns die Systemprozesse anzeigen. Dann geben wir hier ein DAT, da kommt dann hier die Datensicherung. Da tippen wir drauf und deinstallieren die. Auf diesem USB-Stick habe ich die Dateien entpackt, die ihr aus der Videobeschreibung herunterladen könnt. Den schließe ich jetzt mal an. Dann gehen wir hier bei Dateien rein, auf Kategorie, interner Speicher, Google Apps heißt der Ordner. Dann Step 1, hier selektiere ich den Huawei Ordner, indem ich da 2 Sekunden drauf tippe, gehe auf Kopieren, sage anderer Speicherort, interner Speicher und einfügen. Hier wähle ich auf alle anwenden und zusammenführen. Die Backup-APK können wir jetzt installieren. Nicht erneut nachfragen, zulassen und installieren. Können wir auch direkt öffnen, weiter, zustimmen. Externer Speicher, USB-Speicher. Hier nehme ich die Sicherung vom 15. August. Tippe auf Wiederherstellen. Fertig und kann auch hier wieder rausgehen. Jetzt gehen wir hier bei Step 2 rein und installieren das MicroG. Fertig. Gehen wir hier erstmal raus. Jetzt gehen wir wieder bei Einstellungen rein, System und Aktualisierung, Datum und Uhrzeit, stellen das wieder auf Automatik, aktivieren das WLAN, schauen mal, dass er uns sich verbindet. Das hat geklappt. Jetzt starten wir das MicroG. Gehen auf Konto und einloggen. Das passiert jedes Mal. Nochmal Konto, einloggen. Und hier geben wir unsere Kontodaten ein. Das Passwort.
So, Authentikatorcode. Halt, eine 8. Zustimmen. Wenn ihr jetzt noch ein zweites Konto einrichten wollt, dann müsst ihr das jetzt tun. Ich möchte das nicht, deswegen gehe ich hier raus. Ich gehe jetzt mal bei Einstellungen, Nutzer und Konten rein und hier ist jetzt mein Google-Konto eingerichtet. Ich starte jetzt die MicroG-App, nicht MicroG, die LZ Play-App. Klicke hier auf Aktivieren und Zulassen und den blauen Button. Den auch. Jetzt gehen wir wieder bei Dateien rein und gehen zu Schritt 3. Hier installieren wir jetzt die Google Apps. Nummer 1, die 2, Nummer 3, die 4, Nummer 5 und Nummer 6. Jetzt schaue ich nochmal erneut bei den Konten. Ich kann jetzt hier auch die Kontaktsynchronisierung einschalten. Ich öffne mal den Play Store. Hier ist jetzt auch mein Konto drin. Der funktioniert natürlich nicht, aber das Konto ist drin. Jetzt deinstalliere ich das MicroG. Sonst können wir nämlich mit Schritt 5 nicht weitermachen. Ich meine Schritt 4. Step 4 kommt jetzt. Und hier installieren wir die Google-Dienste. Fertig. Jetzt öffnen wir nochmal den Play Store. So, der funktioniert jetzt, aber wir haben natürlich diese nervigen Meldungen. Das Konto ist drin. Wir haben hier jetzt auch noch Fit-Synchronisierung und Personendetails drin. Wir müssen jetzt die Google-Dienste erneut deinstallieren. Dazu gehen wir auf Einstellungen, Apps, dann noch einmal Apps. Geben wir hier mal Google ein, dann haben wir hier die Google-Dienste, die stoppen wir und deinstallieren sie. Jetzt gehen wir bei Dateien rein und wählen Schritt 5 und installieren hier eine modifizierte Version der Google-Dienste. So, jetzt öffnen wir nochmal den Play Store und schauen, ob der funktioniert. Das ist der Fall.
Jetzt gehen wir erneut bei Einstellungen rein. Apps, nochmal Apps. Jetzt aktivieren wir wieder die Systemprozesse in diesem Drei-Punkte-Menü, geben Google ein und deinstallieren diesmal das Google Services Framework. Wir stoppen das und deinstallieren. Jetzt gehen wir bei Dateien rein und in den Ordner Errorfix und installieren hier eine modifizierte Version des Google Dienste Frameworks. Wenn ich jetzt den Play Store öffne, sollten eigentlich keine Meldungen mehr kommen. Protect ist aktiviert, aber die anderen Fehlermeldungen kommen nicht. Wir müssen jetzt noch einen Schritt machen. Wir gehen nochmal in die Einstellungen. Apps, Google. Google Dienste, stoppen diese und deinstallieren sie. Jetzt gehen wir wieder bei Dateien rein, in den Ordner Errorfix und installieren hier Nummer 2, eine modifizierte Version der Google-Dienste. Installieren. Ich führe jetzt einen Neustart durch, ohne dass ich noch irgendwas öffne. Den USB-Stick kann ich abziehen. Und jetzt sollte alles funktionieren, ohne dass diese nervigen Fehlermeldungen kommen. Wie ihr seht, keine Fehlermeldung, Google Play Store funktioniert. Updates sind keine verfügbar, ich suche mal eine App. Diese App habe ich gekauft. Anscheinend weiß er das noch nicht. Oder er hat die Daten vom Play Store noch nicht so weit geladen. Ich suche mal eine andere App, die definitiv auf die Google-Dienste zugreift. Das ist diese hier. Die installieren wir jetzt einfach mal. Öffnen. Gehen wir mal auf Standort. Installiere ich erst einmal Google Maps.
Da sagt er nur eine ähnliche App verfügbar. Okay, YouTube funktioniert. Aber ich finde, YouTube ist eigentlich keine Kunst, dass das funktioniert. Das ist relativ einfach. Wichtig ist, dass die Google Apps vernünftig funktionieren. Und dass er erkennt, welche Apps ihr gekauft habt und welche nicht. Ich werde mal vom Play Store die Daten löschen. Ach, das brauchen wir gar nicht. Play Store. Ja, ich denke mal, der braucht einfach noch ein bisschen. Normalerweise steht dann hier, dass ich die App gekauft habe. Also die Google-Dienste sind jetzt soweit installiert. YouTube funktioniert und solche Sachen wie Gmail werden definitiv auch funktionieren. Das ist nicht das Problem. Problematisch wird das bei solchen Sachen, die halt den Standort benötigen, so wie diese App. Der Standort ist zwar an, aber das wird von den Google-Diensten nicht korrekt weitergegeben. Wer jetzt nur die Google-Dienste benötigt, der ist hier am Ende. Und die anderen müssen ein bisschen jetzt tricksen, indem wir das Google Services Framework deaktivieren und somit dann solche Apps zum Laufen bekommen. Das war's erstmal an dieser Stelle. Die Google-Dienste sind installiert und funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß. Synchronisierung und sowas, das funktioniert auf jeden Fall alles. Ich wünsche euch viel Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.